Hallo, von einer Proklima-Musterbaustelle. Hier wird saniert und zwar die Fassade. In Deutschland werden ja die meisten Häuser von außen gedämmt, wenn saniert wird. Und hier wird in einer Holzbaukonstruktion saniert. Und Jochen, wieso habt ihr euch für dieses System entschieden? Also wir haben uns für dieses System entschieden, weil hier die Wand recht krumm, bucklig, schief und alles ist. Und aus diesem Grunde konnte man hier wunderbar mit den Fassadentaschen arbeiten. Die konnte man im Vorfeld hier dran dübeln, dran schrauben. Die Universalexpander werden dann gerade eingeschoben. Man kann die wunderbar ausrichten, schnurspannen und dann einfach hier fixieren. Und dann hat man eine wunderbar gerade Fassade. Du hast ja jahrzehntelang als Zimmerermeister auch gebaut. Damals gab es keine Fassadentaschen. Wie hast du es damals gemacht? Ja, das war damals alles ein bisschen aufwendiger. Das bedeutet, man hat damals mit irgendwelchen Rahmen gearbeitet, musste die dann mit so Holzstückchen unterbauen, was das Ganze sehr zeitintensiv gemacht hat, um halt hier dann wieder irgendwo eine gerade Fassade hinzubekommen. Und das geht jetzt, wie gesagt, hier mit diesem System wesentlich schneller und einfacher. Wenn ihr die Universalexpander eingebaut habt, wie geht es dann weiter? Wie ist denn der Aufbau? Okay, wir haben uns hier für eine Holzschalung als Unterkonstruktion nochmal entschieden. Darauf kommt die Proklima Fronta Penta und darauf kommt nochmal eine Konterladung und eine Lückenschalung als Sichtschalung dann nochmal. Das sind ja ganz schön viele Schalungen. Warum? Also für die erste Schalung, also diese Unterkonstruktionsschalung, haben wir uns entschieden, weil hier relativ viele Tiere sind. Also das heißt, wir sind hier im ländlichen Bereich, Waldbereich, und da muss man damit rechnen, dass hier auch mal Matter, Siebenschläfer, dass irgendwelches Getier kommt. Und ja, da besteht einfach die Gefahr, dass die sich hier durchfressen und ja, sich in der Dämmung dann ausbreiten. Und dann die zweite war Solitex Fronta Penta. Warum? Also die Fronta Penta, die ist ja eine Fassadenbahn für erhöhte Anforderungen, also sprich für eine die Deckschalung außen, eine Lückenschalung. Und je größer die Lückenschalung ist, je UV-stabiler muss quasi die Bahn hinten dran sein. Und deshalb haben wir uns für die Fronta Penta entschieden, weil hier kann ich bis 5 cm Lückenschalung praktisch ausführen. Und wie gesagt, hier haben wir auch noch zusätzlich die Ostseite. Das heißt, wenn hier mal das Wetter kommt, dann kommt es richtig geballt. Und dann haben wir hier schon ja, sehr starke Wetterverhältnisse. Und ihr dämmt ja dann auch noch zum Schluss. Wie dämmt ihr? Dämmt ihr jetzt zwischendurch oder mit was dämmt ihr? Okay, das Ganze wird dann mit Zellulose am Schluss ausgeblasen. Das wird dann über das Dach oben eingebracht. Vielen Dank und viel Spaß noch. Dankeschön. Und wenn Sie Lust haben, mehr über diese Baustelle zu erfahren, wir werden darüber auch in unserem Proklima-Blog berichten. Schöne Fotos zum Anschauen gibt es dann auch bei Flickr Proklima. Fassade. Und dann kommt dieses. Tja. Kannst du seine Haare bitte von dir. Nein, die stehen hinten. Ach, kannst du die mal kurz anders. Holger, machst du mal deine Haare? Jetzt ist es gut, genau. Ich weiß, wo die Schmiege ist. Da hinten drauf. Da oben.